Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. In der letzten Folge sind wir in der Piratenhöhle angekommen, haben auch einen Schlüssel gefunden, der höchstwahrscheinlich für diese Tür ist. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt mal rein. Und ich habe auch so ein leichtes Gefühl, dass wir eine neue Fähigkeit in dieser Folge bekommen. Zumindest deutet das Spiel das so an, weil ich wüsste nicht, wie ich sonst an die Kurbel komme. Aber erstmal besiegen wir ein paar Gegner. Die ziemlich schnell down gehen. Warum sieht so leicht verdächtig aus, als könnten wir da hinkommen? Ich mach mal den Sprung hier. Ich wechsle dich mal kurz aus. Zu El Birdo. Und dann mache ich eine Stampfattacke. Ich habe zweimal eine Möglichkeit. So kontern, okay. Machen wir mal den hier weg. Cool, cool, cool. Ich meinte cool, nicht blocken. Of course. Da wäre jetzt ein Block gut gewesen. Ja, mehr Angriff. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Nice. Oh, Herzen, das ist gut. Sieht so aus, als wäre da was. Erstmal Erstangriff. So. Dann einmal tauschen. Stampfattacke. Du könntest einen Hammer einsetzen. Mist, ich wollte kontern. Okay, kontern kann ich nicht so gut. Sprung bitte. Na schade. Obwohl es ja in dem Sinne ja auch ein Stern war. Habe ich das mit den Herzen abgestellt oder warum kriege ich einfach keine Herzen? Ah, zieh mal eine an. So, dann einmal unsere liebe Rette rausholen. In dieser Gegend scheint es nichts mehr Besonderes zu geben. Dabei sieht das hier so verdächtig aus.
Na, warte mal. Weil Insignia der Sonne halten. Okay. Ist hier noch was? Okay. Oh, das habe ich komplett übersehen. So, jetzt aber. Okay, komm, jetzt ist es schon leicht lächerlich. Ganz in der Nähe scheint sich etwas zu befinden. Scheinbar hier irgendwo. Das war die Münze. Ernsthaft? Wegen der Münze hast du so einen Aufstand gemacht? Erster Angriff erfolgreich. Das nehme ich doch gerne. So, und dann schlage ich doch mal wieder mit einem Hammer drauf. So, dann bitte einmal austauschen gegen Adam. Und du könntest mal eine Bombe zünden. Ja, heil du dich mal schön. In der nächsten Runde bist du eh down. Weiß nicht, was es ist, deswegen hätte was Gutes sein können oder auch nicht. Ich mach mal Eisschlag. Mal gucken, vielleicht zieht das ja alles ab. Nicht alles. Cool. Ich habe ihn geblockt, aber ich kriege auch einfach kein Leben dazu. Das verwundert mich jetzt ehrlich gesagt. Hast nur 3 Schaden, ne? So, erster Angriff. Ich würde tatsächlich mich einmal heilen wollen. So, und dann einmal wechseln. Nein, nicht Barbara.
Oh, der arme Bartom. Kann man das nicht kontern? Komm, ich krieg eh nicht beide down, deswegen. Aua. Finde ich nicht nett. Was Level Up kommt ja zum Glück näher. Nochmal kurz die Gegend checken. Okay, hier scheint es nichts Besonderes zu geben. Außer die hier. Erster Angriff erfolgreich. Warum nicht? Maxi-Beben. Wenn ich noch genug Sternpunkte habe, warum sollte ich das nicht verwenden? Ja, dann habe ich die Taktik gut raus. Beim nächsten Level Up kriegen wir eh wieder volle Sternenergie. Au, gegnerischer Erstangriff. Macht einfach auch mal so endlich Schaden. Wisst ihr was? Dann mache ich jetzt einfach mal den hier. Show-Einlage. Dann haben wir bald schon wieder einen Kreis voll. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber gut. Macht eigentlich schon gut. Und vergeht die Verteidigung. Jetzt kriegen wir. Okay, dann einmal Sprung. Bingo-Zeit. Mein Heilmonster war durch etwas. Und ich krieg endlich mal wieder Herzen zurück.
Nett. Also der nächste Level Up kommt sicher. Dieser Gegenstand ist was zu geben. Erster Angriff erfolgreich. Oh, liebes bisschen. Okay, die sind eingefroren. Ich möchte trotzdem mal austauschen. Mal dadurch kann ich nämlich das jetzt wieder machen. Und mit etwas Glück ist Mario gleich voll geheilt. Es sei denn, ich treffe immer diesen Giftpilz. Also in Sachen Giftpilz treffen bin ich 1A. Aber alles andere nicht. Nur dadurch kann jetzt Koopa einmal kostenlos alle durchschaden. Noch kurz zum Level Up. Könnte da hinkommen. In dieser Richtung. Hier irgendwo. Wer weiß das schon? Ist ein Safe Point? Hoppla. Ist hier auch was? Scheinbar nicht. Gehen wir erstmal hier rein. Ein super Pilz. Komm, wir haben eh genug. Ein A minus V plus erhalten, senkt die Angriffskraft um 1, erhöht die Verteidigung um 0. Oh, nanu. Auch in dieser Hülle gibt es Engel. Ich dachte schon nie würde jemand kommen. Was? Ich soll mir das Gerede sparen und dich endlich verfluchen? Aber woher wusstest du das? Aber reg dich nicht auf, lass mich einfach in Ruhe meinen Text aufsagen. Ich war verdammt lange in dieser Kiste und war ziemlich öde, so ganz allein. Was, du hast vor mir schon 3 andere Geister getroffen? Und du kennst das ganze Prozedere schon auswendig? Mann, was soll das? Du bist auch ein ziemlich kranker Typ, oder? Schon gut, verstanden. Dabei hatte ich mich so auf mein dummes Gesicht gefreut. Auf dein dummes Gesicht gefreut, wenn du die Truhe öffnest. Also gut, bring mir einfach den Schlüssel. Du weißt ja, wie er aussieht. Im Moment haben ihn die Geister, die gleich erscheinen. Mach sie ganz einfach fertig. Ja, viel Glück also. Erstangriff.
So, und dann einmal. Hammer. So, und dann einmal wechseln. Und Bombe. Cool. Der setzt jetzt seinen Superpilz ein. Ist gar kein Problem, mein Dude. Jetzt brauche ich eigentlich Blumenpunkte. Neun Schaden läuft. Und das reicht für ein Level Up. Ohrenpunkte. Und wenn irgendwann mal Ohrenpunkte auf Maximum sind, tausche ich die mal aus. Ja, brauche ich jetzt nicht wirklich Ice Power. Ach, ich kann natürlich drauf springen. Oh, ich dussel. Stachelschild, ich glaube, das brauche ich aktuell nicht. KP Plus, hier haben wir nochmal. Mit dem Partner. Ja, bitteschön. Sehr schön, sehr schön. Schlüssel hast du also. Dann öffne jetzt die Truhe. Also, ich fange an. Du kennst das ja schon. Also. Du Narr. So bist du also auf meine Liste eingefallen. Du armer Tor. War doch gut, oder? Also. Ich werde über dich einen schrecklichen Fluch verhängen, du armer Tropf. Du wirst bereuen, meine Truhe geöffnet zu haben. Und jetzt erzittere. Sei verflucht. Du bist verflucht durch deine eigene Dummheit. Und, wie war ich? Hat nicht wehgetan, oder? Winde dich in Schmerz. Drückst du jetzt Y auf den entsprechenden Rampen, wirst du zum Papierboot. Welch grausiger Fluch. Zunächst solltest du üben, für Menschen ist es wichtig, immer Neues zu lernen. Betrittst du eine Schiffsrampe, so wird sie aufleuchten. Ja, so ist es gut. Und jetzt drücke Y. Durch deine eigene Schuld. Schrecklich, oder? In diese abstoßende Gestalt verwandelst du dich. Und du kannst dich über Wasser bewegen, alle werden dich für einen Freak halten. Aber abgesehen davon bleibt alles, wie es ist. Ist ein eher harmloser Fluch. Du kannst dich als Boot mit Elch steuern. Gute Reise, du Papierschiff. Um wieder normal zu werden, drückst du nahe einer Schiffsrampe wieder Y. Probier es einfach mal aus. Na also, klappt doch. Hast du verstanden, wie der Fluch funktioniert? Jip, Klabikulosbrühe. Und so ziehe von dannen Tor. Danke, und wie war ich? Pumpenleistung 1A mit Sternchen. Komischer Code, aber irgendwie in Ordnung, oder? Ja, ich mag ihn. Ich mag den Dude. Wisst ihr, was ich mich frage? Ob ich den Dude. Unsere Partnerin auch mit X begrüßen kann.
Ach, hierhin sind die Schätze. Okay. Gut zu wissen. Oh, dann sind die anderen Schätze bestimmt auch im Wasser. Oh. Ey, wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Das finde ich jetzt nicht nett. What the fuck geht denn hier ab? Warte, ich kann jetzt einfach drauf springen, ne? So ist es ja nicht. Mach mal erstmal den hier fertig. Was haben wir denn sonst noch so? 5 Schaden. Ne, ich denke mal, wir machen einfach mal kurz hier Verteidigung plus. Autsch. Du musst ja nichts anderes außer explodieren. Ich tausche mal kurz aus. Um die Bombe fertig zu machen. Wunderschön. Denken wir, man kommt ohne Gegner wieder zurück und dann kommt, passiert sowas. Haben wir schon alle Partner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich denke mal. So. In dieser Gegend gibt es nichts mehr. Ich kann einfach so durch die Gegend rollen. So, dann würde ich mal sagen, speichere mal jetzt an dieser Stelle und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.